Schwanz. Und das ist eines der Projekte, die wir in anderen Ländern, wo sie anders aufgesetzt sind, bis aufs Messer bekämpfen. Entsprechend können Sie etwas Kritik erwarten. Ich muss allerdings dazu sagen, ganz so schlimm wird es hier in der Schweiz nicht werden. Das hat Gründe und die möchte ich eben vorstellen. Zur Motivation ganz kurz, weil wir wenig Zeit haben, glaube ich. Hört ihr das? Ah, okay. Ich muss da gucken, weil ich sehe jetzt auf meinem Bildschirm nicht, was da kommt. Ich weise mal darauf hin, dass es bereits sowohl einen leider weißen Markt, den wir zu beenden sehen, als auch einen Graumärkte und Schwarzmärkte für persönliche Daten gibt. Also die Strukturen und die Märkte, um mit solchen Daten Geld zu verdienen, sind leider bereits international und national vorhanden. Für uns ist besonders schwierig dabei, dass solche Daten auch für das sogenannte Scoring benutzt werden. Da geht es um das, was wir das vollautomatisierte Vorurteil nennen. Und das hat, ich überspringe hier ein bisschen etwas, weil es sonst zu lange dauert, das hat für uns den Hauptnachteil oder die Hauptgefahr, dass wir hier über Daten reden, die praktisch Bargeld sind. Und da reden wir leider nicht wie in der Studie, die vorgelegt wurde, vielleicht auch eine Folie habe, aber die lasse ich jetzt mal weg in der Kürze der Zeit. Wir reden nicht wie in der Studie über irgendwelche abstrakte Zahlen, die ehrlich gesagt, es ist uns nicht gelungen, eine dieser Zahlen auch nur nachzuvollziehen, wo die jetzt, wie die genau angesetzt sind, sondern wir reden darüber, zum einen, was an Geld verdient wird, das kann man noch fassen, aber ich frage Sie mal, was ist die Schadenshöhe des Endes einer Karriere einer Person? Darüber reden wir auf der anderen Seite im Schadensbereich. Also reden wir über extrem kritische Daten. Und wir reden hier über eine Sache, die diesen Datenzugriff erst gefährdet. Jetzt schon sind die medizinischen Datenbanken nicht gut geschützt aus unserer Sicht. Aber wir haben momentan den Vorteil, dass ein massenhafter Abgriff der Daten kaum möglich ist durch die Heterogenität und gerade die Inkompatibilität der Systeme. Um ein solches Projekt aber durchzuführen, wie das elektronische Patientendossier, ist es technisch notwendig, genau dieser Heterogenität Herr zu werden und einen homogenisierten Zugriff, einen vollautomatischen, zu ermöglichen. Das heißt, man ermöglicht technisch, ohne es zu wollen, zwingend auch den Missbrauch und entsprechend handle with care, man muss diese Dinge mit sehr spitzen Fingern anfassen. Sie sehen, ich argumentiere hier nicht so juristisch, mir geht es weniger um die Rechtsnorm dabei, sondern mir geht es dann um die gelebte Wirklichkeit, weil es ist sehr, sehr sinnvoll, den Missbrauch zu bestrafen, aber bei solchen Schäden, über die wir für einzelne Personen hier gegebenenfalls sprechen, ist er auch schon, ist der Person, der das vielleicht passieren wird, ist eben damit gar nicht gedient. Das darf man nicht ganz vergessen. Ich habe hier mal was ganz Positives aber auch zu sagen und das muss hier auch CCC mal gesagt werden. Das hier sind die klassischen Forderungen aus dem Datenschutz und wie Sie in der Einleitung bereits gehört haben, haben wir hier eine Ausnahme an Staatsprojekt, was wir extrem positiv notieren, denn da hat jemand zugehört und wir fühlen uns auch als Datenschützer vom DAG und den ganzen Leuten, die an diesem Projekt arbeiten, verstanden. Das ist eine absolute Ausnahme. Möchte ich aber mal besonders hervorheben und als Vorbild auch hervorheben für andere Projekte, die ebenfalls mit kritischen Daten umgehen. Das soll auch mal gesagt werden. Das Einzige, was man eben nicht machen kann, ist die Monokultur ganz aus dem Weg gehen. Man versucht das so viel wie möglich in diesem Projekt, das sehen wir extrem positiv. Ich bin jetzt mal so gemein und überspringen das fast, weil die Gefahr bleibt. Wenn wir in der Umsetzung dieses Gesetzes einen schweren Fehler machen, und das kann ein Fehler sein, an den einfach niemand gedacht hat, eine Sache sein, die nicht offensichtlich ist, auch für Fachleute nicht offensichtlich,
dann haben wir es gegebenenfalls mit dem vollautomatisierten Zugriff auf die Patientendaten sämtlicher Menschen in der Schweiz zu tun. Dann haben wir den Datengau. Und deshalb wird es nicht genügen, obwohl in diesem Projekt so gut gearbeitet wurde, was ich sehr positiv finde, wir müssen noch weiter daran arbeiten, in der Umsetzung dann. Wir müssen nämlich schauen, dass wir, falls es zu Datenunfällen kommt, dass wir dann den Schaden begrenzen. Darüber habe ich schon etwas gesagt, nur als so viel dazu, dass man das persönliche Leben, da geht es um das ganze Leben mit Karriereende, von Personen in Form eines Discounted Cashflow misst, wie in der Regulierungsfolgenabschätzung getan. Das ist uns als Chaos Computer Club völlig fremd. Wir können das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich möchte jetzt denjenigen, die das gemacht haben, keinen Zynismus unterstellen, aber ich glaube, die sollten nochmal nachdenken. Das haben wir überhaupt nicht verstanden. Wir sehen extrem vorbildlich das Opt-in für Patienten, weil es eben die informationale Selbstbestimmung stärkt. Wir finden es unerlässlich allerdings dabei, dass den Patienten auf gar keinen Fall finanzielle Nachteile entstehen dürfen, falls sie diesen Opt-in-Weg nicht wählen. Es gibt nämlich sehr gute Beispiele für Patienten. Ich sage nur mal, man überlegt sich, man hat eine stigmatisierende Krankheit und möchte das jetzt schon aus dem Grund nicht und zahlt dann dadurch mehr Krankenversicherung, das ist absolut untragbar. Also es darf niemals, und das muss auch geregelt sein, es darf niemals dazu kommen, dass es irgendeine Form von finanziellen Druck gibt, damit zu machen. Deshalb darf es auch keine Anreizsysteme für Patienten geben. Eine weitere wichtige Sache für uns ist, dass man noch hinzufügt, uns hat das durchaus gefallen, was im BAG gearbeitet wurde, oder im Rahmen dieses Projektes. Man sollte hinzufügen, dass klar sein muss, dass ein Patient eventuell bestimmen kann, denken Sie daran, wenn man eine zweite Meinung einholen will und man hat beispielsweise ein psychiatrisches Gutachten, dass der Arzt, der die zweite Meinung abgibt, vielleicht gar nicht weiß, dass es hier verborgene Daten gibt. Wir finden das grundsätzliche Design derartig unterstützenswert, dass wir uns fragen, warum die Prinzipien nicht ins Gesetz kommen. Nur die Prinzipien, die Umsetzung natürlich nicht, das geht ja nicht. Und wir begrüßen das Nebenstrafrecht, das im Gesetz angedacht ist. Ich möchte aber hinzufügen, oft haben wir es bei Datenvergehen, haben wir das Problem, dass das Schadensersatzrecht nicht greift. Warum? Weil die tatsächlichen Schäden schlecht messbar und damit schlecht aufzuzeigen sind und die zivilrechtliche Seite fehlt etwas. Das muss jetzt natürlich nicht in diesem Gesetz sein. Das könnte man so als Anregung auch mal generell für Datenverbrechen regeln, dass man Mindestentschädigungen pro Fall festlegt, weil gerade dann würden sich die Geschäftsmodelle im grauen Markt, die im Wesentlichen auf solchen Datenvergehen basieren, aus unserer Sicht, nämlich nicht mehr rechnen. Für uns ganz wichtig ist, wir haben noch kein Vertrauen gewonnen, dass die Umsetzung den notwendigen Datenschutzkriterien standhalten kann. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Ich weiß, dass die Leute sehr, sehr gut arbeiten und dass sie auch sehr viel guten Mutes sind und guten Willen zeigen. Aber da muss noch sehr viel passieren und deshalb wäre es mir recht, wenn man sich überlegt, ob man insbesondere in der Evaluierung nicht auch prüfen muss, ob wir die technische Umsetzung, ob die auch aus Datenschutzkriterien weiter standhält. Das muss auf jeden Fall Teil der Evaluierung sein. Es wäre schön, man könnte so etwas auch gesetzlich fassen, als Prinzip wiederum. Und dann kann man ja die Ausführungsbestimmungen entsprechend anpassen. Danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.